Meine Damen und Herren, gestern verstarb auf tragische Weise das Team Transitory. Es kam um 14.30 Uhr deutscher Zeit gestern zu einem tödlichen Aufprall mit der Realität, als die Daten zur US-Inflation veröffentlicht wurden. Die inneren Verletzungen im Team Transitory waren so schwer, dass jede medizinische und geistige Hilfe zu spät kam. Und jetzt ist die Frage, wie geht die ganze Geschichte weiter, meine Damen und Herren? Das war ein ziemlicher Schocker und wir wollen uns jetzt mal die Konsequenzen dieses Schockers anschauen. Für das Team Transitory, für Jerome Powell, für die US-Politik, für die Märkte. Das wird bei diesem Nachruf, den ich jetzt auf das Team Transitory halte, im Vordergrund stehen. Wir starten mal mit der JP Morgan, der erste Umfaller aus dem Team Transitory. Vor kurzem uns noch erzählt, oh, alles gut, alles schick, kauft Aktien. Jetzt sagt man, it's beginning to look a lot like persistent. Es schaut ein bisschen dauerhaft aus, nämlich diese Inflation, nichts Transitory. Und hier sehen wir nochmal Pauli mit der möglichen Nachfolgerin Brainard. 23. März, die Inflation mag vielleicht ein bisschen steigen wegen den Basiseffekten und der Nachfrage, aber das wird weder große noch persistent sein, also noch dauerhaft sein. Ja, so kann man sich irren und Kapitulation des Team Transitory auf breiter Front, no silver lining, nirgendwo, überall sind die Preise gestiegen. Selbst wenn man diese Reopening-Komponenten mal rausnehmen würde, hätten wir immer noch einen ziemlich deutlichen Anstieg. Das zeigt auch diese Grafik hier von Bloomberg. Across the board, sozusagen auf ganzer Linie dieser Inflationsdruck, und es wird nicht besser, wie ich gleich noch zeigen werde. Ja, damit kommen die natürlich in gewisse Nöte, die immer gesagt haben, Transitory. Hier sehen wir, wie die Muppet Show sich totlacht über das Ziel der Fed, der Preisstabilität. Wir haben jetzt die Situation, dass die sogenannten Fed Fund Futures 3 Zinsanhebungen für 2022 einpreisen, und hier sehen wir mal Story Count, also die Anzahl der Presseartikel, die Transitory zum Titel haben oder bei denen es um diese angebliche Transitory Inflation geht. Und wir sehen, kurz bevor die Daten veröffentlicht wurden, war da nochmal ein neuer Hochpunkt. Jetzt dürften wir in diesem Chart ziemlich bald abstürzen. Wenn wir uns die Inflationsentwicklung mal seit Jahresbeginn anschauen, dann sind wir in den USA um sage und schreibe 5% gestiegen. Januar lag sie bei 1,2%. Jetzt bei 6,2%. In der Eurozone sind wir um 4,4% gestiegen, von minus 0,3 auf 4,1%. Aber auch in Kanada und UK sind wir deutlich höher. Und wie haben sich die Zinsen geändert? Null in all diesen Währungsräumen. Vielleicht die Kanadier, vielleicht die Engländer werden bald anfangen, obwohl die die wenigsten oder die geringsten Steigerungen haben in Sachen Inflation. Jetzt sehen wir, dass die Inflationserwartungen massiv nach oben gehen. 3,147%. Das ist der höchste Stand seit vielen Jahren, wie wir hier sehen. Das ist Michael Santoli von CNBC, der das mal ein bisschen aufgeschlüsselt hat und vor allem unten sehr relevant. Hier sehen wir die Basiseffekte, also praktisch den Vorjahresvergleich der Inflation. November, Dezember, Januar, Februar, März. Das wird bedeuten, dadurch, dass im letzten Jahr, November, Dezember, Januar, die Inflation in den USA sehr niedrig war, aufgrund der Basiseffekte, wir wahrscheinlich jetzt Dezember und Januar noch deutlich höhere Zahlen in Sachen Inflation bekommen werden, eben weil der Vergleichsmonat im Vorjahr so tief war. Das Ganze wird also bis März etwa andauern, und das wird den Druck, wird sozusagen dieses Thema Inflation natürlich die ganze Zeit virulent halten. Und wir sehen jetzt schon viele Presseartikel, viele Headlines, wie hier, ich glaube, das ist die Financial Times, Consumer Price Increases fastest rate in 3 decades. Mohammed El-Erian sagt, es ist gut, dass darauf hingewiesen wird, dass sozusagen hier endlich mal Einhalt geboten wird dieser unverantwortlichen Geldpolitik durch die US-Notenbank und andere Notenbanken. Wir sehen hier etwa Drudge Report, ein eher rechtes Medium in den USA, mit ähnlichen Headlines, und diese Headlines sind politischer Druck, man kann es nicht anders übersetzen. Und jetzt ist eben die Situation, dass Jerome Powell mit dieser Inflation verbunden ist, mit diesem Transitory so verbunden ist, dass nach meiner Auffassung die Chancen dafür deutlich jetzt steigen, dass Joe Biden irgendetwas tun muss. Er ist diesem Druck ausgesetzt. Wenn er jetzt aktiv handelt und sagt, okay, wir nehmen einen neuen Fed-Chef
oder Chefin, dann wäre zumindest erstmal irgendwie ein Signal gegeben. Also das ist jetzt nach meiner Auffassung, obwohl die Wettmärkte das anders sehen, aber nach meiner Auffassung ist es jetzt, wie Sven Henrik das sieht, richtig, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Ablosung von Jerome Powell sehr, sehr hoch ist. Und wie kann man es besser formulieren als Lisa Abramovic, die sagt, probably a better way for me to have phrased that, inflation will be significant as an election issue for the first time in decades. Also das erste Mal seit Jahrzehnten ist Inflation jetzt richtig ein großes, heißes Wahlkampfthema. Jetzt hat Joe Manchin, der Moderate, also eher rechte Demokrat, offenkundig Zweifel geäußert, ob er diesen weiteren Build Back Better Paket von Joe Biden wird zustimmen können aufgrund von Inflationssorgen. Natürlich, da würde dann massiv auch nochmal Nachfrage erzeugt. Und Nachfrage ist ja derzeit nicht unser Problem, sondern Angebot. Also wir sehen, wie das stark auch in die politische Arena reinfließt, wie stark Biden unter Druck gekommen ist, der gestern ja gesagt hat, das ist eine Top Priority. Da muss er sich jetzt drum kümmern. So, wir haben heute einen halben US-Feiertag, Veterans Day, sodass die Anleihemärkte geschlossen sind, die Aktienmärkte sind geöffnet, es dürfte allerdings geringeres Volumen sein. Hier sehen wir mal die gestrige Entwicklung, vor allem Nasdaq unter Druck, VIX gestiegen, wir sehen Energie, Technology, das waren die großen Verlierer. Die defensiven Utilities, Consumer Staples haben hier und Healthcare haben hier noch die geringsten Verluste erzielen können. Und was die ganze Geschichte dann schwierig gemacht hat, ab 19 Uhr gestern deutscher Zeit, war eine miserable 30-jährige Anleiheauktion der Amerikaners. Und das ist insofern von Bedeutung, als natürlich die Investoren die Zahlen jetzt gesehen haben, 6,2% Inflation. Und dann soll ich bei einer 30-jährigen Anleihe kaufen mit einer derart mickrigen Rendite in Relation zu eben dieser Inflation, also mit einer extrem negativen Realrendite. Denn no sir, was wir hier sehen, ist das sogenannte Taper Tantrum. Es sind also Investoren nicht mehr bereit, jetzt zu diesen Anleiherenditen sich einzudecken. Heute, wie gesagt, der Markt geschlossen, dadurch vielleicht ein bisschen mal Ruhepause, aber das wird das ganz große Thema. Jedenfalls sehen wir, dass dann 19 Uhr gestern deutscher Zeit, als eben die Ergebnisse dieser miserablen Auktion hier bekannt gemacht wurden, die Aktienmärkte nach unten gingen. Und das ist eine gefährliche Situation nach meiner Auffassung, wenn die Anleihen fallen und die Aktien gleichzeitig fallen. Normalerweise müsste es ja so sein, dass wenn die Aktienmärkte fallen, weil irgendwie Angst im Markt ist, dann viele eben in die vermeintlich sicheren Staatsanleihen flüchten. Dadurch entsteht Nachfrage nach Staatsanleihen. Das wiederum drückt die Renditen nach unten. Gestern sind die Renditen aber nach oben gegangen. Also auch die Anleihen sind gefallen und die Aktienmärkte sind gefallen. Und das zeigt, dass das eine schwierige, eine durchaus problematische Situation ist. Die Fed hat jetzt ihren Zugriff komplett verloren. Die Politik wird die Fed letztendlich maßgeblich beeinflussen. Die Fed kann jetzt gar nicht mehr unabhängig sein, weil eben das Klima in den USA so ist, wie es jetzt ist, wo viele politische Entscheidungsträger so unter Druck stehen, dass sie diesen Druck weitergeben werden. Dementsprechend ist jetzt mit Happy Team Transitory, wir leben in einer Welt, wie sie uns gefällt, ist jetzt erstmal Schluss mit lustig. Und Schluss mit lustig auch bei Elon Musk, der ja am Wochenende verkündet hat, oh, ich mache mal eine Abstimmung per Twitter, mal gucken, ob die Leute einverstanden sind, ob ich jetzt 10% meiner Aktien verkaufen soll. Jetzt ist ein solcher Verkauf passiert, aber wie wir sehen, ist der schon im September angekündigt worden, mithin also diese ganze Umfrage, die Elon Musk veranstaltet hat, sowieso für die Katz eine unglaubliche Publikumsverarschung, könnte man sagen. Jetzt hat er auch Optionen ausgeübt, die muss er bis August diesen Jahres ausüben. Er hat jetzt nochmal 2,15 Millionen Aktien bekommen für einen Stückpreis von $6.24. Das ist wirklich witzig. Elon Musk und sein geschätzter Bruder haben jetzt 5 Milliarden an Volumen, also 5 Milliarden Dollar verkauft mit der Tesla-Aktien und insgesamt hält jetzt Elon Musk nach wie vor 170 Millionen Aktien, selbst nach diesem Verkauf. Tom Herden schreibt hier, also das ist einer der Gründe, warum ich nicht gerade ein Fan von Elon Musk bin, weil er letztendlich die Leute verarscht, weil er Dinge tut, die nicht korrekt sind. Erst hier eine Umfrage ausrufen, faktisch aber vorher schon eigentlich diesen Verkauf initiiert haben, das ist unsauber. Mal wieder von Elon Musk, die Reihe von Unsauberkeiten ist ja letztendlich endlos. Tesla, eine der Lieblinge am Optionsmarkt. Hier sehen wir mal die Optionsvolumina jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Absolute Rekorde. Hier sehen wir dunkelblau die Calls.
hellblau die Puts, also deutlich mehr Calls. Wir sehen jetzt selbst mit dem gestrigen Rücksetzer, möchte ich es mal vorsichtig formulieren, an den Aktienmärkten sind wir immer noch überkauft. Bei den Indizes, alle sind überkauft, aber nicht mehr so krass überkauft, wie sie eben vorher waren. Apropos überkauft, wir sehen jetzt gestern ja diesen Börsengang von Rivian, diesem Elektroautohersteller, Elektro-Vehicle, Elektro-Lastwagen könnte man sagen. Hier sehen wir mal die Bewertungen, ist jetzt mehr wert als Ford oder GM oder BMW. Klar, man hat ja auch schon zwei Autos verkauft, gell, aber immerhin, Rivian hat praktisch eine Zusage von Amazon, dass Amazon diese Fahrzeuge kaufen wird für seine Auslieferungen, weil Amazon eben ein maßgeblicher Anteilseigner ist, aber es zeigt so ein bisschen die Bewertungssituation. Gestern dann nachbörslich Zahlen, Walt Disney dann runtergekommen, Beyond Meat, miserabel, 11% die Aktie im Minus. Hier ein Vorschlag eines Twitter-Users, Mensch, Beyond Meat, vielleicht solltet ihr noch ein paar Tesla-Autos kaufen. Oder zumindest ankündigen, das zu tun, sodass ihr dann die Insolvenzverwalter mit dem Tesla abholen könntet. Sie erinnern sich an den Deal Hertz und Tesla. Das hat auch Hertz die Aktie nach oben gebracht, Tesla nach oben gebracht. Also dieses Ponzi-Schema, das könnte man jetzt nochmal aufwärmen. Und Robinhood auch nachbörslich ganz miserabel, der Kurs der Aktie auf einem Allzeittief, nachdem offenkundig doch Daten gestohlen wurden durch einen Hack. Wenn wir uns die Gesamtmärkte anschauen, sehen wir den Dollarindex ausgebrochen nach oben. Wir sehen Gold ausgebrochen nach oben. Beide können heute ein bisschen zurückkommen nach diesem gestrigen heftigen Move, den wir gesehen haben. Aber es ist doch eine Trendrichtung wohl eingeschlagen. Möglicherweise auch bei den Rohstoffen. Hier sehen wir mal das Verhältnis zwischen dem S&P 500 und den Rohstoffen, CRB, Commodity Index. Hier sehen wir eine wichtige Unterstützung. Geht die durch, dann ist diese Überbewertung von Aktien im Vergleich zu den Rohstoffen erstmal durchaus gefährdet. Könnte eine Aufwertung von Rohstoffen passieren, wäre natürlich auch logisch in Zeiten der Inflation. Jedenfalls darauf wird auch zu achten sein, ein wichtiger Parameter hier. Jetzt in Asien die Meldung, Evergrande habe angeblich Gläubiger bezahlt. Gestern ja diese Meldung, dass hier oder dieses DMSA, dass man hier einen Insolvenzantrag vorbereitet. Ich habe mir heute mal die Homepage angeschaut, so ganz seriös sieht das nicht aus. Möglicherweise hat DMSA vorher noch schnell die Anleihen gekauft, um dann eben medienwirksam hier das machen zu können. Ich weiß es nicht. Jedenfalls muss man auch bei Evergrande natürlich sehr vorsichtig sein mit diesen Meldungen. Da werden Gerüchte gestreut, ja, wir haben bezahlt, aber faktisch wurde dann nicht bezahlt. Der ganz große Schwung an Schulden, die zurückgezahlt werden müssen, an Zinsen etc. etc. Das ist jetzt dann Beginn des neuen Jahres, März bis Juni, da knallt es richtig. Also das ist eigentlich eine völlig unrettbare Situation für Evergrande, die jetzt nochmal ein bisschen kaschiert wird. Aber das Ding ist in den Brunnen gefallen. Die Chinesen sind deswegen auch jetzt auch vor der Olympiade ein bisschen freundlicher kurzfristig zu den USA, weil sie ein bisschen Panik haben. Das wird ganz schwer. Hier versucht man nochmal diese Marktbereinigung, indem man sozusagen Vorschriften lockert, um hier einen Merger zu erzwingen verschiedener Immobilienentwickler. Aber ich kann 1000 Kranke nicht dadurch heilen, indem ich sie zusammenwürfle. Das wird nicht gehen. Hier nochmal ein Hinweis, meine Damen und Herren, auf einen Artikel. Die Inflation klettert auf 6,2%. Experten bewerten diese Eskalation. Es handelt sich um eine Eskalation. Es ist wirklich ein richtiger Knall gewesen, der jetzt die politische Landschaft, auch die Finanzlandschaft maßgeblich verändert. Das sei einfach mal festgestellt und ich habe jetzt einen Nachruf auf das leider so tragisch verstorbene Team Transitory gehalten. Den Artikel, den Sie hier sehen, den verlinke ich Ihnen unter das Video und wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.